Hallo und herzlich willkommen hier bei Chris will spielen. Ich bin Chris und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei American Truck Simulator. Ja, wir fahren einfach mal los. Gibt ja eine Neuerung. Aber wir befinden uns hier, okay. Wir sind diesmal nicht im Online-Modus unterwegs, sondern im Offline-Modus, da die Zeit schneller vergeht und wir mit unseren Mitarbeitern ein bisschen mehr Geld verdienen können. Unten haben wir schon ein Einkommen von 393 Euro, eine Dollar, 364 Dollar. Damit werden wir auf jeden Fall reich. Gott, wo fahren wir eigentlich hin? Frachtmarkt. Wir haben jetzt zwei Sachen. Gut. Gleiche Bestimmungsort, dann nehmen wir natürlich das, was mehr bringt. So. Dann bin ich schon länger nicht mehr gefahren. Ob das noch so alles funktioniert. So, schalten muss ich auch. Ich hätte vielleicht in Steam offline gehen sollen. Aber ist jetzt auch schon egal. So, und zwar gibt es ja einen neuen LKW, den Kenworth W. Ist das der 900er? Bin mir da gar nicht sicher. Und den wollen wir uns natürlich so schnell wie möglich zulegen. Allerdings fehlt uns noch der entsprechende Händler. Aber den werden wir hoffentlich in der oder nächsten Folge entdecken. Und dann können wir uns schon den LKW zulegen. So. Auch die. Gut, bisschen hart gebremst vielleicht. Jetzt roll. Komm. Und ja. Super. Genau, das sind die zwei Aufträge. Schnappen wir uns einen. Wo ist denn der? Der steht hier, okay. Wo wäre der andere gestanden? Vielleicht da hinten? Bei. Jetzt gehen wir weg. Das interessiert mich jetzt wirklich, wo der steht. Nö, hier auch nicht. Nicht los. So, Kupplung, ja. Kupplung schneidet auch nicht. So, schnell den Kopf aus dem Fenster. Da sehen wir gleich mehr. Oh, da sind wir gar nicht so schlecht hingekommen. Haben wir hinten ein Blinklicht? Ne, leider nicht. Ein Digger 500 mit 16.500 Pfund, das geht doch. In 11 Stunden müssen wir Pause machen und in 5 Stunden sind wir schon da. Das geht sich doch gut aus. Steht der hier irgendwo der Anhänger? Ah, da steht er, oder? Ah ja, da steht er. Da vorne ist grün, aber ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen werden. Ja. War ja klar. Genau, der Plan ist, dass wir, sobald wir den Händler entdeckt haben, unseren LKW nicht in Zahlung geben, sondern in unsere Firma geben und dort noch einen Mitarbeiter einstellen. Und wir dann quasi mit dem, hier sehen wir ihn ja schon, mit der, man kann sagen, Oldtimer rumfahren. Die größte Motorisierung ist sogar stärker als die größte von den bisherigen Trucks. Allerdings ist es natürlich ein älteres Modell, von daher bringt der wahrscheinlich unbedingt die Mehrleistung auch so direkt auf die Straße. Und je nachdem, wie sie es umgesetzt haben, wird er auch ein bisschen mehr Sprit fressen. Da sehen wir ihn schon wieder. Sieht schon schön aus. So, das Problem, was wir im Multiplayer weniger hatten, mit der Einfahrt hier. Der lässt uns doch rein, oder? Doch, ja. Knapp, aber er lässt uns rein. Die Sonne blendet ganz schön, dann können wir unsere Lichter ausmachen. Machen wir nur das Standlicht an, dann sieht man die Instrumente besser. Im Gang sind wir im 8. und schalten meinen 9. Road to 55. Was
sind wir 55? Ja, sind wir. Dann schalten wir in den 10. Und unser Thermal auf 55. Wunderbar. Sprit haben wir auch noch. Temperaturen passen. Die Anzeige finde ich da immer schön. Ah. Hoffentlich finden wir bald ein Kenworth Auto, LKW-Händler. Unser Navi zeigt 80. Ja, ich habe in Gameplay-Option noch nicht eingestellt, dass er. Gut, was wollte ich sagen? Genau, dass er die LKW-Geschwindigkeit anzeigen soll, aber. Gut. Was ist mit dem Vorwärts los? Okay, mir kommen ja alle anderen Verkehrsteilnehmer gerade so klein vor. Was ist denn jetzt hier los? Achso, der LKW da vorne gibt nicht Gas. Dann haben wir eine Zugstrecke. Ich höre irgendwo so ein Rauschen. Jetzt ist das Fenster offen bei mir. Also im LKW. Aber wir werden jetzt geblitzt, das wäre richtig assi. Ey, was geht bei euch denn schief? Jetzt plötzlich geben sie wieder Gas. Das ist so typisch. Das ist fast wie auf der deutschen Autobahn. Es ist jetzt zwar ein richtiges Elefantenrennen, aber. Ah, er hat in der Kurve, glaube ich, gebremst. Und jetzt sind wir innen. Und jetzt können wir rollen. Das erste Aufenthalt in Reno. Ich bin zwar eigentlich auf der Autobahn, aber. Okay. Jetzt habe ich nicht gesehen, wer da fährt. Oh, da drüben gibt es ein Casino. Das ist ja cool. Upsala. Upsala. Ja, genau, jetzt bleib halt neben uns, damit wir auch ja nie rüberziehen können und den ganzen Verkehr aufhalten. Was haben wir für ein Schild? 65, ja. An die 65? Die fahren wir jetzt aber auch. Sagt unser Navi auch. Ja, und immer lange haben wir die 65 ja schon erreicht. Also wir wollen ja gar nicht abbiegen. Wie weit haben wir denn noch? Noch 125 Meilen. Mustang Cabrio ist natürlich auch nett, wenn man damit das rumfahren könnte. Hatte der sein Licht dann in der kurzen Tunnel? Stimmt. Das macht man ja eigentlich so. Wieso bremst der jetzt? Das ist irgendwo ein Blitzer. Du musst mir schon Bescheid sagen. Okay, wegen der Ampel wahrscheinlich da vorne. Oh, da bremsen wir jetzt aber auch mal lieber. Weil ich komme hier komplett zum Stehen. Super. Super gemacht, die Verkehrsführung. Komm, ich will nur über grün, ne? Ja, eieiei. Beim Ranch. Ja, fahr mal nicht, wenn da die Polizei schon uns vorbeifährt. Was geht bei dem denn vorwärts schief? Ach, so ein Otto, ey. Schau mal, aua. Schau mal da immer ein bisschen rum. Oh, das sieht aus wie eine C-Klasse. Jo, das ist eine C-Klasse. Und dahinter dieser. Ey, ups, Chevrolet ist es, glaube ich. Dann Volvo. Wieder ist das. Ja, was ist das für eine blöde Ampelführung? Man gibt da gerade Gas, dann müsst ihr schon fast wieder bremsen. Was ist der, wenn wir 30 fahren? Ah, klar. Was? Upsala. Gang sollte man auch einlegen. Die Wolken sehen irgendwie ein bisschen blöd aus. Total statisch. Genau, und der LKW bleibt erstmal schön an der Mähe. Weil er ist ja doch so schnell.
Upsala. Ich habe mir auch gerade ein bisschen Durst. Ich vergesse es immer nachzuschauen, ob mein Aufnahmeprogramm eigentlich die Steam-Pop-Ups mit aufnimmt oder ob das wirklich nur das Spiel aufnimmt. Weil gerade kommt wieder so eine Meldung, dass der und der das Spiel spielt. Kennt man ja von Steam. Müsste mir natürlich die Minute merken, wo das jetzt war. Ich lasse dich rein. Ich bin da nicht so. Das war bei Minute 10 roundabout. Hab ich dann wieder vergessen. Vielleicht schaut ihr mal das Video ja aufmerksam an. Kann mir dann Bescheid sagen, ob man, wo ich davon erzählt habe, kurz davor so ein Pop-up von Steam gesehen hat. Oder ob man allgemein schon mal ein Pop-up von Steam hier gesehen hat. Oder nicht. Das wäre. Wäre gut zu wissen. Kann man wieder gemütlich cruisen. Kann ja klappen, mal ein Schlückchen trinken. Und ich das nicht mal so weit wegstellen würde. Bald kommen ja auch wieder einige große Titel raus. The Secret, nein, nicht The Secret. The Vision kommt, glaube ich, am 8.3. raus. Davor kommt am 3. Black Desert raus und am 1. kommt auch so ein großer Titel raus. Wie hieß denn der jetzt gleich nochmal? Ganz ein großer Titel. Ey, fällt mir gerade nicht ein. Habe ich auch schon mit meinem Kumpel drüber geredet, welche wir spielen werden. Und quasi welche wir Let's Playen werden. Oder Sachen hochladen. Weil wir haben ja von The Vision in der Beta bereits Videos hochgeladen. Dann ist natürlich die Frage, wollen wir The Vision wirklich dann zocken? Oder uns für eines der anderen beiden Spiele entscheiden? Weil so von The Vision. Könnt sich ja mal anschauen, eure Meinung, euch eine Meinung dazu bilden, aber irgendwie. Es war schon nicht schlecht, aber es hatte doch echt so langweilige Passagen dabei. Aber schau mal, was dann letztendlich bei der Abstimmung zwischen mir und Chris rauskommt, was wir spielen. Vielleicht spielen wir auch zwei Spiele, vielleicht spielen wir ja The Division und Black Desert. Dass wir zusammen The Division zocken und ich solo Black Desert. Oder das andere große Spiel, was noch rauskommt. Wie heißt denn das jetzt? Kritzen jetzt. Aber erstmal ist wichtig, dass wir einen neuen LKW-Händler entdecken, damit wir uns einen neuen LKW zulegen können. Okay, wir müssen da vorne abbiegen. So, mein Freund, lässt mich mal bitte rein. Reicht das noch Abstand schon? Doch, müsste reichen. Leute wieder abbiegen. Wo gehen wir hin? Nach Winnemucca. Oh, nicht für eine blöde Abfahrt. Muss man mal so stark bremsen. Mit Retarder wäre das ein bisschen angenehmer, aber wir haben ja scheinbar stark eingestellte Bremsen. Ja, der fährt auch gerade los. Dann können wir abbiegen. Okay, Gang vergessen. Das sieht doch nach so einem typischen amerikanischen Ministädtchen aus. Die man wieder nur 30 fahren darf. Ja, wir bleiben jetzt im 7. Packen Tempomat auf 30 und biegen hier mit 30 ab. Ich kann ja gleich hier drüben bleiben. Wenigstens gibt es hier keine Ampel. Oh. Das sage ich natürlich, während ich gerade auf eine zufahre. Aber die ist grün. Schon in den 6. schalten. Das geht sogar gut, ja wunderbar. Müssen wir gleich hier abbiegen? Ich glaube schon, ja. Okay.
Hat es genau, dass wir vorwärts reinfahren? Hätten wir gleich rückwärts auch reinfahren können. Das wird hier ein bisschen enger. Das, oh, das ist sogar eine Kette davor. Scheiß Dreck. Oh, Entschuldigung. Für die böse Worte, dann drehen wir hier um. Ups, da war. Ja, putzt du nur die Walze. Nicht das Ding anfahren. Ne, das geht gut. Okay. So, schauen wir mal, ob wir das jetzt hinbekommen. Auch könnte es ein bisschen eng sein. Ja, das sieht sehr eng aus. Nee. Von hier geht's noch. Von hier müsste eigentlich auch noch gehen. Kann ich hiervon jetzt einschlagen? Ja, kann ich. Jetzt sehe ich natürlich nicht, wie weit der Anhänger hier raussteht, aber da sind wir schon vorbei. An dem kommen wir auch gut vorbei. Dann brauchen wir jetzt den Spiegel, an dem ich ja so viel sehe. Achso, oh, oh! Zum Glück haben wir ja keine Kabine. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass man da eigentlich perfekt beim Einparken rückwärts schauen kann. Achso, normal haben wir Anhänger, die, wenn es kein Tieflader ist, die ja da quasi uns komplett die Sicht nehmen. Aber in dem Fall ging das jetzt dank dem Fenster echt perfekt. So, gepiepst raus, T drücken. Und wir sind Level ab. Jetzt habe ich natürlich weitergeklickt hier, Idiot. So, was machen wir dann als nächstes? Ich würde sagen, wir holen uns irgendeine Lizenz, weil damit kann man, glaube ich, bestimmt gut Geld verdienen. Am besten eine, wo wir viel mit abdecken. Ätzende Stoffe, brennbare Stoffe. Die Frage, was gibt's wo wie oft? Können einfach von hinten, fangen einfach von hinten an. Anwenden. Dann M, Frachtmarkt. Schauen wir mal, was wir in der Nähe haben. Elko. Ist in Elko ein LKW-Händler für uns? Elko wäre einer. Die Frage ist, einer für uns oder nicht? Ich würde sagen, wir fahren einfach mal nach Elko und schauen uns das dann an. Was haben wir hier? Das sind, ja, das ist, ja, durchschnittlicher Profit am Tag, $212. Ist doch schon mal was, ne? Wenigstens kein Verlust. Ja, im Vergleich dazu, dass der LKW 120.000 kostet, ist das schon ein bisschen mickrig an der Ausbeute. Na gut, sie ist ganz neu, die muss ich erst einfahren. So, wir wollten nach Elko. Mit dem Mini-Anhänger. Doch, da schafft man das. Eine Stunde haben wir Zeit, da hinzufahren. Und wir brauchen offiziell 10 Minuten. Also sollten wir das hinbekommen. Tanken, müssen wir tanken? Nee, noch nicht. Von hier kommt nichts. Von hier kommt ein LKW. Ein schöner. Oh. Auch noch ein schön glänzender Anhänger. Das sieht gut aus. Ja. Was? Sag mal. Hallo. Geht bei denen denn schief?
Ja. Gibt schon solche Leute, die sollten einen LKW für LKW-Schein nur mehr machen. Naja. Sag jetzt hier mal lieber nichts, dass der noch seine Waffe rausholt und auf mich schießt. Ohne jetzt irgendwelche Vorurteile dazu. zu. Ja, zu was? Zu labern. Ah, bieg lieber ab. Fährt einfach raus. Fährt über Europa sich, sieht das willkommen, aber er fährt raus. Also ich brauche mein. Jetzt die Kuppel, das Getriebe. Sollte man nicht so meckern. Ja, da wird eine Pampe drin fließen, ja heilige. Ja, genau wegen dem Millimeter. Passt, den nehmen wir. Jetzt haben wir hier unser Licht an. Achso, wegen dem Idioten wahrscheinlich gerade. Habe ich alle Knöpfe gedrückt. Mit unserem Minienhänger. Oh! Entschuldigung. Doch, funktioniert noch, oder? Jo. Hab ich ein bisschen gegen das Mikro gehauen. Passiert. Upsala. Ist abgestorben, oder? Was mich ein bisschen wundert, ist, dass wir hier unser Fahrgestell nicht sehen. Oder ist es so kurz? Hä? Na gut, das ist ein Bug, dass man den nicht sieht. Ich muss mal gleich mein Mikro irgendwie anders positionieren, sonst hau ich ja die ganze Zeit dagegen. Hier geht's. Ja auch, dann fahr mal. Mit Green Pack, dann ist das glaube ich schon besser. Sitze ich auch auf waagerecht oder aufrecht, wie man das beschimpfen will. Komm, schalt um. Dankeschön. Freundlich von dir. Kriegst sogar eine Lichthupe. Von hier geht's auch. Dann können wir die Kurve schön sportlich nehmen. Mal in den Achten schalten. Fahren wir nicht gar so hoch, Entschuldigung. Da gibt's Donuts. Upsala, Entschuldigung. Wie gesagt, fände ich immer noch geil, wenn man einfach stehen bleiben könnte und für 2 Dollar oder 5 Dollar sich einfach so einen Donut kaufen könnte. Müsste ja keine Auswirkungen haben, das wäre doch ein lustiges Gimmick. So schwer einzubauen ist es bestimmt auch nicht. Wenn die eine Maut schaffen, wo eine Schrank hochgeht, können die wohl so ein kleines Feld machen, wo man einfach nur 2 Dollar oder 5 Dollar abgezogen bekommt. Ja, jeder hat anderen Geschmack. Nicht nur ein Donut, auch ein Spiel. Gut, schalt mal in den. Ach, was machen wir denn? 5. Gang? Hier geht's, oder kam da was? Kam da ein schwarzes Auto, was ich gesehen habe? Jo. Aber der bremst, dankeschön. Gut, der will wahrscheinlich das Leben seines Oldtimers nicht riskieren. Verständlich. Boah, da kommt da wieder so eine Kackauffahrt. Oh, hier geht's jetzt so. Ah ne, wir haben unsere eigene Spur. Haha, genial. Wenn der 80 steht, beschleunige ich auf 65, ne? Lässt mich rein. Ich glaube, der lässt mich sogar rein. Dankeschön, sehr freundlich. Die Berge da rechts sehen auch ein bisschen sehr gerade abgeschnitten aus. Komm, das beschleunigen wir jetzt nicht mehr. Ja, jetzt kommt er langsam.
aber für den Spritverbrauch schalten wir mal den 10. und tun Tempomat auf 65. Der düst auch der mit seinem sehr schönen gelben Oldtimer. Die machen uns alle Platz. Freundlich, freundlich. Kann ich ja ganz nebenbei mal aufs Handy schauen, was natürlich während der Fahrt nicht erlaubt ist. Aber das weiß ja keiner. Die Polizei. Ja, wenn die nicht zahlt, wenn wir 62 fahren, dann dürfen wir wahrscheinlich auch 65 fahren. So, da vorne kommt ein Tunnel, da vergessen wir jetzt nicht, das Licht anzumachen. Die wollen mich ja bestimmt nur erwischen. Wollen auch in meinem Video kommen. Da schreibt das Licht an der Wertstelle an. Das sind ja vorbildlich. So. Schaffen wir es, den zu überholen? Naja, viel schneller ist der jetzt. Viel langsamer sind wir. Viel schneller sind wir nicht und viel langsamer ist er nicht. Steht denn da rechts für ein Bunker? Mitten in der Pampa steht irgend so ein Bunker. Ist auch cool. Schauen wir hier, was hier als nächstes kommt. Ike, ach, wir sind ja gleich da. Das geht mal eine schnelle Fahrt. Ja. Eigentlich nach dem Rastplatz umgeschaut, wo wir einen kleinen Halt machen können. Für die nächste Folge. Aber wenn es so ist, dann fahren wir gleich noch bis zum Ende. Wahrscheinlich ist es noch voll verwinkelt irgendwo ein Eiko drin. Ich habe jetzt schon gesagt, dass die Folge bis zum Abladen geht. Berg sieht auch wieder artig. Was habe ich jetzt gedrückt? Ah, geht es. Vielleicht auch aus wie abgeschnitten. Ja, wobei, der geht ja noch. Ja, pff. Stimmt, sind die Bullen, die Polizei da vorne so hart reingefahren in die Spur vom LKW. Nee. Hier geht's dann wieder so zu. Und nicht bergauf anfahren. Komm, gib Gas, Jungs. Ja, klar. So, Feststellbremse raus, Kupplung spielen, Vollgas und ja. Jetzt langsam, langsam. Langsam, Jacqueline, langsam. Und du fährst doch gleich, oder? Ey, du Otto, fahr! Dankeschön. Oh, deine Frau. Entschuldigung, Frau Otto. Was steht denn da? Da steht irgendwas mit Danger. Wir wissen, dass wir kommen. Schalten den 8. Stellen den Tempomat auf 30. Nehmen die Kurve wieder sportlich. Und rollen jetzt Richtung Rail Export. Vorne ist rot. Ich glaube, die schaltet so schnell nicht um. Nee. War ja klar. Ist da drüben noch grün? Ach, logisch, sobald. Ach, das ist doch typisch. Ne, ich muss schon noch gerade fahren. Was haben wir eigentlich dabei? Wir haben Haushaltsgeräte dabei, gerade mal 15.000 Pfund. Ja. Bei dem Riesenanhänger wundert mich das auch nicht. Wo macht man nochmal Screenshots auf? F10. Hier schon rechts, ne? Immer diese blöde rote Welle. Hier rechts kommt nichts, selbst wenn ist das wurscht bei unserem Kurzanhänger. Brauchen wir gar nicht weit ausholen. Da vorne fährt gerade ein Zug. Hoffentlich war das nicht der, wo unser Inhalt noch drauf sollte. Weil ich gar nicht weiß, ob wir zunehmen. Ah doch, wir fahren zu Rail Export. Das ist ja Zug. Export. Boah, English Skills for the Win. Vielleicht haben wir auch einen einfachen Parkplatz, wobei das bei dem auch nicht schlimm ist. Es ist angenehm bei dem kleinen Anhänger, da kann man parken müssen, wo man will. Das ist fast immer angenehm. Ja, sag mir gleich, dass ich dahin muss. Wobei, da können wir, glaube ich, einfach gerade das durchfahren, ja. Ja,
Das meinte ich, jetzt sieht man nichts mehr. Gibt's ja nicht, warum geht denn der Rückwärtsgang manchmal nicht rein? Oh, Stück rüber. Und jetzt hat einschlagen. Jetzt hat einschlagen. Ach, Glück nicht. Zu spät. Kriegen wir das noch hin? Ah, nee, da stehen wir echt scheiße. Mein Gott, das gibt's ja nicht. Da habe ich jetzt so einen kleinen Anhänger und bin trotzdem zu blöd, ihn einzupacken. So. Jetzt kommen wir schon besser hin. Schauen wir mal, ob das schon zählt fürs Spiel. Jo, das zählt fürs Spiel. Wunderbar. Tee. Und mit diesem Abschluss bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, adios!